Hat der hier irgendwo... Hallo, Gaul? Da kommt der Gaul. Hallo, Plätze. So, wo müssen wir denn hin? Komm schon, Plätze. Nein, das Dorf hier. Ah, hier scheinbar. Da drüben habe ich ihn gesehen. Da wären wir am Scheideweg. Ich geb sie nicht auf. Nie im Leben. Langsam, langsam. Dann töte ich sie eben selbst. Ah, du sollst nicht springen, du sollst absteigen. Dankeschön. Erstmal einsacken. Und dann lesen wir. Warnung, herhören. Wer in den Wäldern Leckereien findet, wie zum Julfest oder Julfest, also Ingwerkuchen, Äpfel mit Honig, Schmalzkringel, Pasteten, dann widersteht, wie sehr euch der Magen auch knurren mag. Niemanden, der von solchen Dingen aß, hat man bisher jemals wieder gesehen. Von den Tavernenwirten. Die Getränke in der Taverne am Scheideweg werden mit Novigrader Kronen bezahlt. Anderes Geld nehmen wir nicht an. Es wird auch nicht angeschrieben. Tauschgeschäfte gibt es auch nicht, Nahrungsmittel ausgenommen. Wem das nicht passt, der geht besser Eicheln suchen. Hüte deine Zunge. Die Bäume haben Ohren. Ein Freund. Eine Bitte. Gute Leute, da ich nichts anderes hatte, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen aus Eichelmehl. Seitdem sind 3 Tage vergangen und sie liegen nur da, ihre Bäuche dröhnen schrecklich. Ihnen ist übel und sie weinen ohne Unterlass. Wer zu helfen weiß, soll bitte zu meiner Hütte kommen. Ich habe nichts zu geben als ein warmes Wort und Dankgebet. Und ein Dankgebet wie sie. Vermisst, Mikkel. Mein Bruder Mikkel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort für denjenigen einlegen. Ich bin in der Taverne am Scheideweg zu finden, Bruno. So, finden wir hier irgendwie was? Also loot-technisch ist das hier ja ein Desaster, hä? So, speichern. Also anzünden. Frage in der Taverne am Scheideweg nach einem Agenten namens Hendrik. Hey Hugo, bist du Hendrik? Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Verschwinden. Zur Hintertür raus. Bin noch nicht mit meinem Getränk fertig. Erwartest du Besuch? Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat 2 Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du 2 Schwerter? Bestimmt hat er auch einen 2. Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Etwas Schnaps? Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Wir gehen nach Novigrad. Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke.
Prost! Auf euer Wohl. Und auf meins. Prost! Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ey, habe ich es echt das erste Mal geschafft, ihn nicht zu töten? Geil! Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat vermutlich seine Tochter verkleidet. Hurensöhne verstecken immer ihre Töchter. Dachte wohl, er könne mich reinlegen. Also. Danke, dass du mit diesem Schwein deinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Ah, hört sich ja super an. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Okay, suche in Heidfelde nach dem Agenten namens Hendrik. Hätte uns ja wenigstens hier ein bisschen, ne? Mal Papier auffüllen können oder so. So. Plötze. Komm. Langsamer. So, lass mal gucken, Quest. Scheiterhaufen statt Begräbnis wählen Level 3. Ja, das geht ja noch. Wildes Herz Level 7. 33 und ja, die vermisste Bruder werden wir noch eine Weile haben. Oder ich. Teufel beim Brunnen ist beim Ding drüben. Heya! So, gehen wir mal weiter. Oh, aber macht hier halt auch mega Fun, ja, durch die Gegend zu reiten. Das mag ich halt so ein Witcher. Mag ich auch Red Dead Redemption 2 gerne. Einfach durch die Gegend reiten, hierhin, dahin, gucken, schauen. Also ich mag das einfach. Wenn wir mal ein bisschen Gas geben hier, ja. Oh, ein Düden hier. Oh! Dörfer bei Wüsima infiziert haben. Die kann... Komm schon! Oh, sind wir da glatt falsch abgebogen? Darüber. Ah, oh, schönes Abendrot, eh? Denn ey, ich habe überlebt. Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Echt Level 5, ja? Oh, wir werden gleich so baden gehen. Habe ich so die Vermutung. Das Dorf wurde nicht geplündert, die Hütte auch nicht. Das waren keine Banditen. Wir gehen erstmal einsacken. Hallo, ich will den da hinten, danke. Jetzt will ich den da. Die da weiß, was? Mal gucken. Sie, die da weiß. Die Leute sagen, sie wären zu viert gewesen, zunächst.
Die Mutter, die Allwissende, die Herrin des Waldes, kam aus einem fernen Land hierher und litt schrecklich unter der Einsamkeit, sodass sie sich aus Erde und Wasser drei Töchter erschuf. Vor langer Zeit war die Mutter die alleinige Herrscherin von ganz Velen. Ihre Töchter brachten ihr die Anliegen der Menschen dar und waren ihre Stimme. Jeden Frühling wurden der Herrin des Waldes in einer bestimmten Nacht zu ihrem Gedenken Korn, Tiere und Menschen zum Opfer gebracht. Doch als die Jahre vergingen, verfiel die Herrin des Waldes immer mehr dem Wahnsinn, der schließlich anfing, sich über das ganze Land auszubreiten. Die Menschen verließen ihre Häuser und gingen ins Moor, wo sie wilden Bestien zum Opfer fielen. Und binnen kurzer Zeit ertrank Velen im Blut. Die Töchter erkannten, dass ihr Land alsbald dann niederliegen würde und unternahmen alles, um es vor dem Untergang zu bewahren. Als der Frühling kam und mit ihm die Opfernacht, töteten sie ihre Mutter und begruben sie im Sumpf. Ihr Blut wässerte die Eiche von Arzerbin und von da an erblühte der Baum und trug reiche Früchte für die Menschen. Doch die unsterbliche Seele der Herrin weigerte sich, ihr geliebtes Land zu verlassen, und so setzten die Schwestern sie gefangen. Bis zum heutigen Tage liegt sie unter dem Flüsterhügel, wo sie rasend vor Zorn vergebens um sich schlägt. An die Geschichte erinnerte ich mich sogar. So, hier haben wir. Da kommen wir nicht rein. Oh. Eine Harke. Überaus wichtig. So, da müssen wir später hin. Oh. Oh, come on. Alter, ich mache an denen ja gar keinen Schaden. So könnte man hier zum einen... Alter! Hey, sag mal jetzt! Das sieht doch gar nicht gut aus. Na jetzt. Alter, wie stehen da halt gerade nicht drauf? Toll. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist! Verschwinde! Beruhige dich, es ist vorbei. Ich glaube, ich brauche ganz dringend eine neue Stahlwaffe. Alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur,
Seltsam. Die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Heyo, Physio. Na, wie geht's dir? Weil da haben wir gerade aufs Maul gekriegt, hä? Ganz kurz. So, na Physio, wie war denn Sonntag? Physio, ich glaube, du musst morgen wieder heile machen. Sieht aus, als wären die Leute eben noch hier gewesen. Was immer passiert ist, es ging verflucht schnell. So. Total fertig, wieso, was hast du gemacht? Das Training gehabt oder wie, oder das Spiel? Und da kommen wir nicht rein. Schlüssel benötigt sie. Da geht er mal da runter. Oh, halt hier. Ja, ich bin hier gerade am Looten ohne Ende. Und auf Todesmarsch ist das Spiel echt übel. Dann kommen wir hier rein. Ah, hier können wir. Man, die brauchen das ja nicht mehr, ne? Sind ja nicht mehr da. Ein Spiel gehabt. Ah, muss ich selber auch heilen. Wieso hast du wieder angestellt? Hast dich wieder von irgendeinem umknutschen lassen, oder was? So, hier kriegen wir Fleisch. Ah, hier sind wir reingeritten, da kommt man nicht rein. Ah, hier liegt er drin. Okay, wir merken uns mal. Ah, okay, das ist markiert. Okay. Hier glaube ich, war ich schon, ne? Hier kommen wir auch nicht rein. Okay, dann mit dem haben wir schon geredet. So, dann machen wir noch mal so. Dann gehen wir noch mal meditieren. Dann gehen wir speichern. Müsste zu viel spielen, weil es ziemlich eng war und bin jetzt kaputt. Okay.
Ich weiß nicht, entweder habe ich mir gestern einen Zug geholt irgendwie oder ich habe mich heute Nacht verlegen. Es ist hier drin wieder mal, zieht voll hier hoch. Keine Ahnung. Da müssen wir hin. Wollen wir mal gucken. Da haben wir ihn und das da. Der sieht lecker aus, ja. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Sollte seine Hose durchsuchen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. In der Jacke? Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Morgen wird's besser nach der Behandlung, ja, das hoffe ich doch. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Wäre halt hilfreich, ne, wenn er ganz in der Nähe wäre. So. Dann machen wir das so. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. So. Ob nach unten. So, können wir hier looten. Bergenschnaps, wichtigste überhaupt. Vermisst, Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt, großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Hast heute Odyssey gezockt? Und bist du fertig? Hier wartet das nächste Spiel auf dich. Damit bist du dann 100 Jahre beschäftigt. 115 Kronen, nice. Weggeschlossen, fast als Auslage. Verstand verloren oder... Würde eher sagen Ablenkung, oder? Interessant. Aber immer diese 2-Sekunden-Sequenz, ne? Sag mal, wo sind wir denn jetzt? Da. Und dann wieder. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack, fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Hast doch 10 Kultivisten zu schlachten. Na, das schaffst auch noch. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Das sollte alles sein. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Ja, hättest dir mal angestrengt, Geralt. Hättest dir mal ein bisschen Gas geben hier, sag mal, ey, du olle Penaube.
Stufe 3, yippie! So, Täuschung, Muttergene, nerv mich nicht. Ja, nerv mich nicht. So, wir haben grünes Muttergen, ja, das hilft mir gar nichts. Schneller Angriff, starker Angriff, Verteidigung. Meisterschütze und Kriegstranz. Diese Fähigkeit gehört zu deinen Kernfähigkeiten. Was haben wir denn hier? Entschlossenheit. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 20%. Naja. Muskelgedächtnis erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Das hört sich nice an. Also Y. Und den haben wir dahin. So, dann haben wir aktuell nur ein Muttergen, aber das hauen wir dahin, gibt ein bisschen mehr Leben. So, dann haben wir jetzt Blutiger Baron Level 6, Hexenjagd Level 5, Hexenjagd. Machen Hexenjagd. Finde die Hexe auf eigene Faust oder befrage die Bewohner Mittelhains nach ihr.